Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Play Who You Fight. Es wäre eigentlich Part 4, weil ich habe gestern schon zwei weitere Parts aufgenommen gehabt, wo wir einmal als Freddy und einmal als Spirit spielen durften. Aber aus irgendeinem Grund hat mein Computer sich da gedacht, okay, eigentlich nicht nur mein Computer. Ich habe geguckt, dass ich das auf die bessere Festplatte schieben kann und dann hat er das auf einer anderen Audio gespeichert. Hat es, da es nicht auf den typischen Video-Ordner war, ist nicht als MP4-Datei exportiert. Dementsprechend war es eine LTS-Datei, die mein Schnittprogramm nicht erkannt hat. Und ich habe keine Ahnung, was eine TS-Datei ist. Ich muss immer an TeamSpeak denken, aber das hat keinen Sinn. Ja. Und das Schnittprogramm hatte Probleme, da den Sound zu erkennen. Das heißt, ich habe Video, aber ich habe nur grässliches Gekrächz und Geknackse. Weshalb ich darauf verzichten muss. Aber okay. Wir machen jetzt weiter. Play Who You Fight. Und ich hoffe, wir haben hier einen interessanten Killer. Vielleicht kriegen wir nochmal Freddy und Spirit. Wie viele Killer haben wir? Ich glaube, wir haben 17. Ich meine 17. Also die Auswahl ist ja vorhanden. Hab mich mittlerweile im Barrel Survivor ein bisschen hochgespielt. Wir sind jetzt aktuell Rang 11. Und ja. Schauen wir mal. Oh, Freddy. Okay. Ist auch gut. Genauso fing es. Nee, so hat es gestern aufgehört. Mal gespannt, was es so alles hat. Ich habe einfach keine Ruhe. Das ist nicht gut. Ich habe auch keine Fähigkeit-Checks hier. Aber sie. Hi. Na gut, wenn du rennst, können wir auch rennen. Willst du geheilt werden oder willst du hier verletzt rumrennen wie so ein... Was stimmt mit dir nicht, Alter? Okay. Dann nicht. Kurz aus der Traumwelt wieder raus. Bringt, glaube ich, auch Punkte. Ja. Nicht viele, aber es bringt Punkte. Gut, habe ich einen Haken geholt. Wurde direkt wieder niedergeschlagen. Scheint also entweder zu campen oder der Mate ist einfach, während er verfolgt wurde, dahin gerannt. Komm, wollen wir helfen. Okay. Er scheint zu campen. Das heißt, wir können potenziell auch von Know-It ausgehen.
weil er nicht allzu viel Skill besitzt. Sehr gut. Ein Totem weniger. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, wegen der Traumwelt, können wir uns erstmal heilen. Ach verdammt. Komm schon, ich habe perfekte Skillchecks hier. Ja, Rico ist tot. Ja. Teleportation. Okay, ist das schon mal ein guter. Das nächste Totem kaputt. Und wecken uns mal auf hier. Sie macht den Jen. Okay, Johnny mehr. Du holst ihn, du machst das. Halleluja. Nö. Schön Zeit verschwenden.
Nö. Nö. Wo sind die Ausgänge? In die Richtung. Da hinten ist einer, wenn ich das richtig erkannt habe. Kann aber auch täuschen. So, jetzt kann ich nämlich die Tür öffnen, ohne dass ich getriggert werde. Komm mal her. Sehr schön. Sind wir gekommen. Und haben Freddy als Gegner. Oh, Punkte ist okay. Ah. Bisschen hätte noch gefehlt zum Erwerb. Was haben wir denn? Know It. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Er hat gespielt wie ein Know It-Spieler. Aber da alle Totems kaputt waren, schade für ihn. Deutlich, während man sich geduckt bewegt. What? Moment. Moment, hä? Wie mache ich das denn jetzt? Also er hatte an sich Freddy mit diesen Perks. Aber nicht mit diesen Add-ons. Ja, gut. Das heißt, er hatte an sich eigentlich gar keine Add-ons. Dann machen wir einen Freddy ohne Add-ons, aber mit diesen Perks. Heimliche Verfolgungsjagd 1. Ich glaube, das habe ich noch nicht für Freddy. Ich bin ganz so, glaube ich auch nicht. Also die drei Ghostface Perks und Know It. Alles klar. Dann machen wir einen Cut zu der Runde. Dann bin ich mal gespannt, wie weit ich Freddy hier ausbauen kann. Oh, scheiße. Bis gleich. Ist gleich geladen. Da sind wir wieder. Geht los. Die Gegner sind alle vier sofort gejoint, also in einer Gruppe. Habe ich ein ungutes Gefühl. Sie haben sich eine Map gewünscht. Habe ich ein ungutes Gefühl. Und sie haben ein verstecktes, eine versteckte Opfergabe benutzt. Und das wäre dann in dem Falle entweder, dass ich weniger Haken zur Verfügung habe oder dass sie alle zusammen spawnen. Glaube ich. Es könnte auch sein, dass ein Geheimnis ist, einfach so weit wie möglich vom Killer weg zu spawnen. Alles nicht so. Ah, es ist auch noch, es ist die Map, wo die Survivor am stärksten sind. Ja, das wird eine richtige Tryhard-Sache von denen anscheinend. Na, Halleluja. Da würde ja Spaß machen. Sie sind alle zusammen gespawnt. Hi. Du guckst nach hinten. Hast du der da? Hi.
So, die ersten paar Gens sind. Ich hoffe, ich habe außerdem die richtigen Perks ausgewählt, weil. Leider war ich mir nicht mehr sicher, ob es das mit dem Herz war oder ob es das mit dem Haken war, was ich jetzt hier ausgerüstet habe. Wenn es korrekt ist. Moment, wo ist sie hin? Sie ist einfach verschwunden. Keine Geräusche, kein gar nichts. Ah, da ist sie. Hi. Ich hab dich vollkommen aus den Augen verloren gehabt. Haben wir dich auch nochmal? Okay, Gen Nummer 1 ist erledigt. Haben wir sie down? Ja, komm, machen wir die Palette hier kaputt. Packen die an den Haken ran. Okay, machen wir den down. Packen die an den Haken ran. Das ist, glaube ich, gerade einer an mir vorbeigelaufen. Oder auch nicht. Okay. Wenn du siehst. Nö. Moment, habe ich die Mutter gesehen? Nö. Leckt zwar nur wieder mal ganz kurz, aber es ist okay. Stört nicht so sehr. Da ist er doch. Ja, da dachte er. Aber da hat er zu viel gedacht. Ah, schade, kein Keller. Die Gens sind jetzt noch kurz blockiert und dann. Ja, da hinten. Ich dachte gerade, ich hätte kurz hier jemanden gesehen. Aber das täuscht. Hi! Dich hab ich schon gehört. Ich hab mal atmen gehört. Sehr schön. Palette weg und den Hit. Sie wird hier warten, weil sie so eine ist, die wartet. Aber sie hat keine Reaktion. Gott sei Dank.
Oh, hoppla. Dich hatte ich noch gar nicht. Komm. Dann bist du jetzt dran. Na? Hi! Und droppen. Sehr gut. Hi! So atmest aber auch so wie ein angeschossenes Bisonschwein. Verarscht. Da kommen wir auch hier an der Polette, vorbei. Also ich glaube, Note kommt nicht zum Einsatz. So überheblich, dass er klingt. Okay, damit bist du tot. Und du wirst auch drauf gehen. Nö. Es ist außerdem nicht zu tragen. Tut mir leid. Habe ich mich am Anfang vertan. Verwechselt. Das geht ganz locker flockig. Gibt nur das Problem, dass ich sie, glaube ich, nicht an den Haken bekommen werde. So close. Nein. Hör auf. Hier wird nicht geflohen, Schätzchen. Gibt's nicht. Schau mal. Jetzt haben wir sogar einen Haken direkt in der Nähe. Ein Gen habt ihr ihn gekriegt. Oh. Die war doch schon am Haken. Oh. Habe ich mich wohl vertan. Ja, das lief verdammt gut. Ah, Lacker war definitiv nicht an den Perks. Obwohl, das kann uns durchaus geholfen haben, durchdringendes Zittern. Das hat Gott sei Dank nichts gebracht. Gott sei Dank. Das hat auch nichts gebracht. Und das hat, glaube ich, auch nicht allzu viel geholfen. Also, Entschuldigung. Ja. Das war eine weitere Folge Play Who You Fight. Lief ganz gut, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es gerne mit einem Like, mit einem Kommi, mit einem Abo. Ich bin mit einzufrieden. Und wenn ihr irgendwas da zu kritisieren habt, über konstruktive Kritik freut man sich immer. Weil dann kann man es auch besser machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Abend, Tag, Mittag, was auch immer ihr da schaut. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Ö.